Herr Dr. Schelling, erstens einmal danke, dass Sie Zeit haben für dieses Interview. Und ich würde Sie gern anfangs etwas über Ihren Entwicklungsweg gerne fragen. Die Biografie ein bisschen. Ich habe ganz normale Schulbildung, Matura, Betriebswirtschaft studiert in Linz. War dann Assistent auf der Universität, bin dann in die Privatwirtschaft gegangen als Unternehmer. Bin seit 1990 selbstständig, seit 2004 auch in der Interessensvertretung tätig, als Vizepräsident in der Wirtschaftskammer. War dann kurz auch in der Politik als Nationalrat und bin Obmann der AVA gewesen. Und seit 2009 bin ich Vorsitzender des Hauptverbands der Sozialversicherung. Sie haben das jetzt sehr kompakt und professionell zusammengefasst. Wenn ich richtig recherchiert habe, haben Sie Diplomarbeit gemacht und dann Dissertation zum Thema der Möglichkeiten der Förderung des Exports bei Klein- und Mittelbetrieben, sind dann in die Privatwirtschaft gegangen und eben dann die weiteren Karriereschritte. Welche Fähigkeiten aus diesem privatwirtschaftlichen als auch universitären Bereich nehmen Sie mit für Ihre jetzige Funktion? Also zum einen, in jeder Funktion, die man macht, ist unternehmerisches Denken und Handeln eine der wichtigsten Voraussetzungen. Das Zweite, man muss erkennen, dass Systeme im öffentlichen Bereich, in Kammern, in Verbänden, im Hauptverband anders funktionieren mit der Privatwirtschaft. Man kann zwar viele Tools übernehmen, aber im Gegensatz zur rein unternehmerischen Tätigkeit, wo wir im Normalfall sehr lösungsorientiert agieren, braucht man in diesen Funktionen sehr viel Prozessorientierung. Und daher nimmt man in seinem Beruf auch mit, dass man Menschen überzeugen muss, dass man Prozesse begleiten muss, dass man Projektmanagementfähigkeiten hat. Und dass schlussendlich am Schluss immer auch die Soft Skills dazu gehören, kann man, wie macht man es, wie spricht man, mit wem redet man und versucht Prozesse zu steuern und dann auch tatsächlich erfolgreich aufzuwickeln. Sie haben ein gutes Stimuluswort geliefert, Tools, die man übernehmen kann. Sie haben gut formuliert, Soft Skills, soziale Kompetenz brauchst du, um mit verschiedenen Menschen interagieren zu können. Und natürlich, weil ich das gerade wahrgenommen habe, die Reduktion der Schulden der Versicherungen. Ich brauche ja auch Lösungskompetenz. Das heißt, nicht nur interagieren allein wird nicht reichen, sondern am Ende, das werden Sie aus der Privatwirtschaft eben mitgenommen haben, denke ich mal, muss ein Resultat rausschauen und das muss irgendwie laufen, auch ökonomisch gesehen. Ich meine, so wie in der Wirtschaft, man muss sich klare Ziele setzen. Man muss wissen, wo man in 3, 4, 5 Jahren stehen will. Man braucht dafür Lösungen, wie es gehen könnte. Und dann braucht man halt sehr viel Überzeugungsarbeit, dass alle mitmachen. Das ist vielleicht in der Wirtschaft etwas leichter, weil da kann man das selber entscheiden. Hier sind Gremien, die mitentscheiden. Es ist uns bisher gelungen, alle Beschlüsse einstimmig zu fassen. Das heißt, die Überzeugungsarbeit hat auch gefruchtet. Aber die Lösungskompetenz ist natürlich, dass man sowohl eigene Lösungsüberlegungen einbringt, auch bereit ist, die Fachkompetenz von Menschen, die hier im Hause im Rahmen der Sozialversicherung arbeiten, mitzunehmen und zu akzeptieren, deren Erfahrungen auch in Lösungen umzusetzen. Aber der entscheidende Punkt ist, man muss eine Treiberfunktion haben. Das heißt, man darf nicht nachlassen, man muss ständig kontrollieren, sind wir auf dem Weg, hat die Lösung funktioniert, müssen wir etwas anders machen, sind wir im Plan. Und das ist natürlich sozusagen Knochenarbeit. Da höre ich ein bisschen so den Betriebswirten und jemand, der aus der Privatwirtschaft kommt, sehr stark heraus, Treiberfunktion. Jetzt sind wir aber dann im Gesundheitssektor in einem sehr diffizilen Bereich, so wie Sie gut geschildert haben, verschiedene Interessenslobbys oder Gruppierungen. Wie schaffe ich es jetzt, das Know-how, universitäre Karriere, kommt nochmal zurück, Wirtschaft und jetzt an der schwierige Sektor, wo es um Patienten geht, wo es um die Ärzte geht, Pharmaindustrie, andere Interessensgemeinschaften. Es ist eigentlich ein sehr multidimensionales Spielfeld. Wie kann ich da jetzt damit umgehen? Haben Sie Zeit gebraucht, da reinzukommen in das Metier? Oder haben Sie aus der Privatwirtschaft oder eher von der universitären Karriere Know-how mitgebracht, um diese vielen Bälle jetzt das einmal bildlich versuchen zu jonglieren zu können? Also natürlich braucht man viel Wissen, wenn man eine neue Branche und die Gesundheit ist auch ein Markt, angeht. Mir hat hier natürlich geholfen, dass ich als Obmann der AVA schon einen sehr guten Einblick in das Gesundheitswesen bekommen habe, wenn auch von eher der Sicht der Unfallseite her. Erkennend, dass dieses System ein sehr kompetenzzerlegtes System ist, mit vielen Schnittstellen oder Nahtstellen, ein System ist, das zu einem beträchtlichen Teil anbieterorientiert agiert,
ein System ist, wo es um häufig Geld und Macht geht und wo es den Anschein hat, dass der Patient nicht die Rolle spielt, die er eigentlich haben soll, nämlich dass er im Mittelpunkt unseres Denkens und Handelns steht. Daher habe ich mich wirklich sehr detailliert mit den Materien auseinandergesetzt. Ich kenne heute jeden Vertrag, jeden Prozess. Ich kenne die notwendigen Strukturen sehr genau. Und das ist eine Grundvoraussetzung, wenn man erfolgreich sein will. Und da muss man auch eines erkennen, wenn ich innerhalb der Wirtschaft in einer Branche wechsle, muss ich die Branche auch wieder neu lernen. Man kann vieles mitnehmen an Erfahrungen, an Wissen, an Tools, an Handwerkszeug, aber die Branche selbst muss man wieder neu lernen. Und das habe ich immer gemacht. Also ich war ja nicht nur in der Möbelbranche, wie viele glauben, ich war ja Aufsichtsrat in der Post, bei Palmers, bei Partler und so weiter. Also sehr viele verschiedene Branchen. Und das Wesentliche ist immer, dass man sich nicht an der Oberfläche bewegt, sondern bereit ist, in die Tiefe zu gehen, eine Branche zu verstehen, einen Markt zu verstehen. Und dann tut man sich auch leichter. Und das war hier genau dasselbe. Es war in der Wirtschaftskammer, als ich dort die Reform gemacht habe, auch so. Dort sagen heute noch alle, dass also wahrscheinlich die Struktur und die Organisation niemand so genau kennt wie ich. Aber das ist eine wichtige Voraussetzung, wenn man zu guten Lösungen kommen will, weil die große Problematik bei Veränderungen und Reformen ist, dass man immer wieder Gefahr läuft, von der falschen Seite anzufangen, nämlich die Strukturen in Frage zu stellen. Tatsächlich braucht man zuerst eine klare Strategie, wo will ich ankommen, und dann muss ich überlegen, mit welcher Struktur schaffe ich das. Und daher war immer diese strategische Ausrichtung, wo wollen wir denn ankommen, was wollen wir erreichen, das Entscheidende. Und dazu braucht man, wie ich vorher gesagt habe, sehr viel Überzeugungsarbeit. Und wenn die einmal geleistet ist, viel Handwerkszeug und Knochenarbeit, Energie, die man hineinsetzt und sagt, nicht locker lassen, immer wieder hinten nacharbeiten, immer wieder kontrollieren und schauen, ob das richtig läuft. Und auch bereit zu sein, und das ist eine ganz wichtige Voraussetzung, manchmal auch geringfügige Korrekturen am Weg anzubringen, weil man erkennt, es gibt noch einen besseren Weg, als den man ursprünglich überlebt hat. Das heißt, von nichts kommt nichts, banal gesagt. Letztes Mal haben Sie sehr gut geschildert, die Bedeutung von einer guten Anamnese. Bei Ärzten haben Sie das gut formuliert. Dafür den Sprung hin machen, Sie sind ja auch Winzer oder haben ein Weingut. Mensch ist ein Lebewesen, das Produkt auch. Das heißt, wenn ich Sie richtig verstehe, wie Sie es gerade formuliert haben, muss ich den Weg oder den Prozess eines Unternehmens oder einer Versicherung, Sozialversicherung, sehr genau kennen, differenziert einmal screenen und diagnostizieren, um dann zu wissen, wie ich da eingreife oder vorsichtig interveniere, dass dann, wie Sie gut geschildert haben, das Endziel passt, das ich mir natürlich vorher setzen muss. Das ist immer so. Wenn Sie heute als Winzer sagen, ich produziere keinen Rotwein, dann ist das eine Entscheidung, die Sie einfach treffen. Aber dann sollte man, wenn es keine neuen Erkenntnisse gibt, auch dabei bleiben und sollte sich darauf konzentrieren, dass die anderen Produkte hervorragend werden. Und daher immer auf das Ziel fokussiert. Das ist ein wichtiger Punkt. Dieses Ziel ist für viele ja zu Beginn der Formulierung des Ziels eher so etwas wie eine Utopie. Und ich habe in vielen Bereichen erlebt, dass man durch einfaches Storytelling erläutern kann, warum das Ziel trotzdem realistisch ist. Als ich in die Möbelbranche kam, habe ich ein Unternehmen mitgesteuert und geführt, bin dann zum Mitbewerb gegangen, der in etwa nur ein Sechstel so groß war. Und mein Ziel war, die Nummer eins zu werden. Und das haben alle nicht glauben können, weil sie gesagt haben, das ist nicht möglich, der Abstand ist zu groß. Und ich habe dann mit einer einfachen Geschichte die Mitarbeiter überzeugt davon. Als ich ein kleiner Bub war, bin ich häufig mit meiner Mutter einkaufen gegangen, und zu der Zeit, als ich jung war und wo ich gelebt habe, gab es im Wesentlichen zwei Lebensmittelmärkte, nämlich den Konsum und den Meinl. Vom Billa und Spar war keine Rede. Oder nicht in der Bedeutung. Und heute gibt es Konsum nicht mehr, es gibt Meinl in der Form nicht mehr, dafür sind Billa und Spar sehr groß. Und diese Geschichte hat alle überzeugt, dass es geht, dass es einen Wandel gibt, dass es neue Marktsituationen gibt, dass es neue Konzepte gibt, die es ermöglichen, dorthin zu kommen, wo man sich es vorstellt, auch wenn es am Anfang etwas utopisch klingt. Eine wirklich Abschlussfrage. Das Unternehmen, was Sie zum Schluss geschildert haben, man darf es nennen, war XXXLutz, was heutzutage nicht nur durch die Werbung in aller Munde ist.
Was ist jetzt, das interessiert mich als Psychologe, was ist jetzt der Faktor, der bei Ihnen aus Ihrem Selbstbild heraus gesehen den Erfolg ausmacht? Ist es die Persönlichkeit, ist es die Intelligenz, ist es eine Wechselwirkung oder ist es einfach schlichtweg Leistung und Kontinuität? Es ist sicher ein bisschen von allem. Und was natürlich in so einem riesigen Handelsbetrieb dazu kommt, es sind vor allem die Mitarbeiter, die ja der eigentliche Kommunikator an den Kunden sind. Es geht ja niemand in ein Möbelhaus, nur weil eine Marke draufsteht, sondern die Leute kaufen ja dann bei dem entsprechenden Mitarbeiter oder der Mitarbeiterin ein und die zu überzeugen, dass sie der wichtigste Markenbotschafter sind, dass sie das Unternehmen eigentlich repräsentieren, so fast wie es ihnen gehören würde. Das spielt genauso mit wie die Frage, wie intelligent setze ich die Strategie, wie klar kann ich diese kommunizieren, wie überzeugend wirke ich auf das Führungsteam. Aber am Schluss zählt jeder Einzelne in der Umsetzung dieser Strategie. Und es sind auch viele schon an den Strategien gescheitert, weil sie die Infrastruktur zur Umsetzung der Strategie nicht hatten. Ja. Das ist immer so eine Kombinationsfrage auch. Also das sieht man ja am besten bei der Positionierung von Automarken. BMW gilt als der sportliche, Mercedes gilt als der, sagen wir, elegant-konservative und Audi gilt eben durch Technik. Im Wesentlichen können alle Autos gleich, aber trotzdem haben sie ein klares Profil, die Käuferschichten sehr exakt anspricht. Und schlussendlich muss man auch erkennen, dass oft weniger mehr ist. Man kann nicht alle bedienen, das geht nicht. Du kriegst nie alle Zielgruppen, sondern musst fokussieren auf deine Kernzielgruppen oder ein paar Randzielgruppen mitnehmen. Irgendein Politiker, glaube ich, hat einmal gesagt, wer nach allen Seiten offen ist, ist nicht ganz dicht. Was gar nicht vielleicht so unwahrscheinlich ist, weil manche probieren wirklich zu sagen, ich bin für alles und für alle. Das geht aber nicht. Man muss auch hier, genauso wie im Bereich der Gesundheit, immer wieder auch Abstriche machen, muss auch sehr klare Prioritäten setzen. Was sicher noch bei mir dazu kommt, ist, dass ich zwar in der von allen anderen beschrieben, in meiner Art sehr umgänglich bin, aber in der Sache sehr hart. Und bei manchen Dingen muss man auch bereit sein, die Konflikte zu fahren. Also wenn du am Markt agierst, so wie ich im Möbelmarkt, dann musst du auch, du hast deinen Mitbewerber sozusagen in dieses Schema Angriff und Verteidigung mit einbeziehen. Das erhöht auch die Motivation und man freut sich dann über so kleine Scharmützel, die man gewinnt. Und das treibt dann den Glauben in die Höhe, dass man es erreichen kann. Das heißt Authentizität und Identität abschließend. Ganz sicher. Ich sage immer den Leuten, tu nichts, was du nicht kannst. Und das, was du kannst, tue so, wie es die Leute dir zutrauen. Und man kann sich eine Zeit lang verstellen, aber auf Dauer geht das nicht. Auf Dauer ist man halt so, wie man ist. Und da ist es besser, dass man am Anfang sehr klar den Menschen zu verstehen gibt, wie man ist. Das heißt nicht zwingend, dass man dann unbedingt beliebt ist. Aber in manchen Positionen zählt nicht die Frage der Beliebtheit, sondern es zählt die Frage, ob du erfolgreich bist oder nicht. Beliebtsein ist ein angenehmes Nebenprodukt, aber nicht die Ursache des Erfolgs. Ich meine, dass es überall immer wieder der Zugang ist, dass man sagt, wie kann man denn überhaupt Erfolg steuern? Und einer der Dinge sind so banale Dinge. Ein Punkt, der auch hier im Bereich des Gesundheitswesens sehr von wichtiger Bedeutung war, ist nicht, ob der erste Schritt, den man setzt, ein besonders großer ist, sondern die Frage ist, ob der erste Schritt in die richtige Richtung gegangen ist, weil du kannst auch einen großen Schritt in die falsche Richtung machen. Dann freust du dich zwar über die Länge des Schritts, kommst aber sehr schnell darauf, dass du Geisterfahrer bist. Man erfährt überall im unternehmerischen Leben, im Privatleben, in sonstigen Dingen, die man tut, erfährt man auch Niederlagen. Über die reden wir nicht so gern, obwohl sie existent sind. Und da sage ich immer, Erfolg besteht darin, dass man einmal mehr aufsteht, wie man hinfällt. Und das ist auch ein ganz entscheidender Punkt, nicht aufzugeben. Einfach konsequent dran zu bleiben und immer wieder darum zu kämpfen, dass das Ziel erreicht wird. Manchmal ist es schwierig, weil man ihr versucht, alle anderen zu motivieren und sich selber manchmal die Frage stellt, wer motivierte mich? In der Wirtschaft habe ich immer gesagt, mich motiviert am meisten die Zahl rechts unten in der Bilanz. Die ist dann Ausdruck dafür, ob wir gut oder schlecht gearbeitet haben.
Und daher braucht man diese Eigenmotivation, um eben dieses auch notwendige Kämpferische mitzunehmen und zu sagen, das Ziel lohnt sich, dafür zu kämpfen. Und es gibt eben dann viele Faktoren, die von entscheidender Bedeutung sind, wie zum Beispiel die Frage, hat man eine gute Hand für die Auswahl von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, weil du kannst auch sehr gute Leute auf falschen Positionen haben und das nützt dir dort auch nichts. Und das gehört dazu und damit schließt sich wieder der Rahmen zu den Eingangsfragen. Es ist eine Mischung aus intelligentem Handeln, aus Handwerkszeug, das man braucht, aus Motivationskraft und sicherlich am Schluss auch, dass man Durchsetzungsvermögen hat, Durchschlagskraft hat. Und was man nicht vergessen sollte, in vielen Bereichen spielt am Schluss auch das Quäntchen Glück eine entscheidende Rolle, ob man es schafft oder nicht. Und das ist oft eine Gratwanderung und so rational denken schließt man ja sozusagen dieses Wort Glück irgendwie ein bisschen aus. Aber es spielt schon sehr stark mit. Und wenn man so rückblickend die Erfolge betrachtet, dann weiß man auch, dass man schon Glück hatte, weil man zum richtigen Zeitpunkt an der richtigen Stelle war. Andere waren zu dem Zeitpunkt ganz woanders. Und daher sollte man diesen Faktor Glück nicht unterbewerten. Herr Doktor, danke für diese wirklich holistische Konklusion des gesamten Gesprächs, das Sie mir jetzt eigentlich vorweggenommen haben. Danke. Wunderbar, vielmals. Danke.